Und ich sag hier mal ein herzliches Hallo zu einer Infoaufnahme, wie man sie kennt, ganz billig mit Camtasia gemacht und irgendwas auf dem Desktop. Diese 16:9-Aufnahme ist entstanden mit dem Zweitmonitor, der ihr groß im Bild ist. Und ganz klein seht ihr jetzt hier das, woraus wirklich ankommt. Grundsätzlich, dass ich mal so mache, ist das große Hauptbild plus diese eigenartige Trennung vom einen Monitor zum anderen ist diesmal stiltechnisch wichtig. Nummer 1, ich bin krank, deswegen alles super. Was ihr hier ganz rechts auf Magic seht, ist diese Elder Scrolls Beta, wie man hier oben auch mitlesen kann. Und ja, das geht so halb darum. Ich bin Nummer 1 krank. Und Nummer 2, ich sitze hier an der Beta und mit der Beta, wovon noch ein paar Aufnahmen nicht mit in dieser Magix-Funktion drin sind, weil die von einer anderen Beta-Zeit sind, mit Virensack und mit Dolphus zusammen aufgenommen, ist meine externe Festplatte voll. Mit voll meine ich randvoll. Und eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, obwohl ich krank bin, ach, scheiß drauf, mach's mal eben eine Mark of the Ninja-Aufnahme, da du die dringend für Montag nicht, sondern für Mittwoch brauchst. Was sehe ich? Externe Festplatte ist noch voll. Also ist nicht drin. Scheiße, dachte ich mir da. Was tun? Hier ist die externe übrigens. Normalerweise ist hier auf dem Feld, bisschen größer so, ist hier Skype, das habe ich ausgeschaltet, da ihr sonst den Namen sehen würdet. Das würde ich gern vermeiden. Also das sieht man eigentlich nicht. Sondern nur den Bereich sieht man. Dahinter ist, glaube ich, auch noch was. Ich guck mal eben nach. Ja, da hinten ist noch das Hörspiel-Dingen, aber interessiert auch keinen. Hier sieht man übrigens den Großkönig, auf dessen Seite ich gekämpft habe. Egal. Ich werde am Mittwoch auf jeden Fall noch ein Video hochladen können. Das habe ich schon fertig gemacht von der Beta. Das ist ein Nachwort nach meiner gesamten Erfahrung. Ich glaube, grob geschätzt 15 Minuten lang. Das kann ich euch bis jetzt präsentieren, aber mir auch nicht. Und ich hoffe, dass ich bis dahin ein bisschen gesünder bin und ein bisschen mit der Beta weitergekommen, um, jetzt kommt's, wieder aufnehmen zu können. Wenn nicht, dann versuche ich wenigstens so weit ein bisschen was zu machen, damit ich ein bisschen auf der externen Festplatte Platz machen kann, dass ihr auf jeden Fall wieder Videos habt für den Freitag oder ich weiß noch nicht. Also ich versuche, dass am Freitag auf jeden Fall nochmal was kommt, weil ich halte mich da jetzt an meine Regelung. Haha, das war's eigentlich auch schon. Yay, noch ein Infovideo für Montag früh oder ich glaube, ich weiß nicht. Ja, Montag früh so. Kein Plan, ich nehme das Ganze jetzt am Sonntag auf. Ich kann euch jetzt auch gerne, sofern das irgendwie möglich ist, meinen zweiten Desktop zeigen. Nicht minimieren, sondern eigentlich wollte ich dich schließen, weil da nichts passiert ist. Und verschieben. Ich würde gerne das Fenster hier verschieben, das komische. Da kann man es sogar, tada, dann ziehe ich euch einfach mal rüber. So, ganz miserabel. Tada, rübergezogen. Das ist übrigens jetzt gerade mein Hauptdesktop. So sieht es eigentlich aus. Jetzt wisst ihr, wie es auf dem zweiten und auf dem ersten aussieht. Ja, da sieht man sogar wenig Speicherplatz. Er nimmt sogar die externen dafür. Das ist sehr nett. Ja, da sieht man sogar noch den Launcher. Ja, ein bisschen privat darf man ja auch zocken. Ja, das war's eigentlich schon groß an Informationen. 4 Minuten sollten eigentlich auch reichen. Ich hoffe, dass das Format wirklich 16:9 ist. Wenn nein, dann habe ich ein Problem. Ich sag hier auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüssikowski. Wiederloge. Was weiß ich noch für ein Scheiß. Ich bin krank. Ich bin raus. Ich hoffe, bald wieder aufnehmen zu können. Bis dahin. Gibt immer noch Bedolfos, der aufnimmt und hochlädt. Und das regelmäßiger momentan. Als ja, ich mache auch gerade regelmäßig, aber er macht's mehr. Also von ihm habt ihr genug zu gucken. Ne? Haha. Ich bin mal weg. Tschüss.